Hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga aus Bayern mit wieder mal einem Thema über Yoga-Leben und Gesundheit. In der Medizin, ich habe es in der Massageausbildung gelernt, gibt es einen sogenannten Circulus vitiosus, ja, einen Teufelskreislauf. Der Patient hat Schmerzen, Verspannungen, Durchblutungsstörungen. Und wir beginnen einfach mal mit diesem Kreislauf bei Verspannungen. Sagen wir, der Mensch ist irgendwo verspannt. Die Muskulatur wird zusammengezogen, dadurch die Blutgefäße ein bisschen abgedrückt. Die Durchblutung wird verschlechtert, es entsteht Schmerz. Schmerz führt zu Anspannung, Schonhaltung, angespannte Muskulatur, verengt die Blutgefäße, Durchblutungsstörung führt zu Schmerz, Schmerz wieder zu Verspannung und so geht es immer weiter im Kreislauf. Und dann hat man Schmerzen, geht zum Arzt, der spritzt hinein, Schmerzen spürt man nicht mehr, aber oft ist die Verspannung immer noch da? Verspannung führt zu verengten Blutgefäßen, verengte Blutgefäße, zu Schmerzen und dann beginnt es irgendwann von neuem. Und der Mensch macht immer so weiter. Manche Therapeuten sind schlau, beseitigen den Schmerz, lösen die Verspannung und dann kann besser durchblutet werden, vielleicht noch Wärme drauf und schon ist es auf allen drei Seiten besser. Und man kann effektiver behandeln. Im Leben ist es manchmal genauso. Man hat vielleicht, ja, eine Blockade im Geist. Und eine Blockade im Geist führt zu Schmerzen. Schmerzen führt zu Anspannung im Geist. Und die Anspannung im Geist führt zu Blockaden im Leben, zu Einschränkungen im Leben. Eingeschränktes Leben führt wieder zu Schmerz oder Leid oder Unwohlsein. Und dann geht es immer so weiter. Seelische Anspannung, Blockaden im Leben, Schmerz, Unwohlsein. Und dann kommt wieder Anspannung und dann versucht man oft krampfhaft dagegen anzukämpfen, wenn im Leben etwas nicht in Ordnung ist, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und dann kämpft man dagegen und spannt sich noch mehr an. Und dann geht es selber immer wieder von vorne los, weil man eben nicht weiß, wo man ansetzen muss. Versucht die Blockaden im Leben wegzuschicken, bleiben trotzdem eventuell die seelischen Blockaden. Dann bleibt das Leid, man erinnert sich an das Leid, ach, könnte ja wiederkommen. Dann versucht man sich zu schützen, wieder krampfhaft den Dingen aus dem Weg zu gehen oder irgendetwas zu machen, sich abzusichern im Äußeren, dass es nicht wiederkommt. Dann ist man wieder blockiert und dann entsteht wieder Leid, mangelnder Energiefluss oder sagen wir einfach eine Disharmonie. Muss ja kein großes Leid sein, dass man immer sich so wie leidend fühlt. Aber Ungleichgewicht im Leben, es fließt nicht, wie der Fluss nicht richtig fließt. Und dann entstehen Probleme, überwässerte Felder zum Beispiel. Und dann versucht man an den Feldern zu arbeiten, das Wasser daraus zu ziehen, dass die Pflanzen nicht kaputt gehen. Aber man muss sich halt auch um den Fluss kümmern und warum das so ist. Und so steckt man manchmal in einem Kreislauf. Und das sind nämlich genau die Themen, die man immer wieder bekommt im Leben, weil man sie nicht löst. Und dann dreht sich das Leben immer so. Wiederholungsmuster tauchen auf. Und das ist auch wie ein Teufelskreislauf, wo man das Gefühl hat, ich komme da gar nicht mehr raus.
Und dann versucht man irgendwas zu machen, krampfhaft im Äußeren, und das funktioniert oft nicht. Gerade bei tiefen Themen funktioniert es gar nicht. Weil man immer versucht, mit dem Ego das zu lösen oder wie der Arzt mit seiner Spritze nur den Schmerz behandeln, aber die Muskeln sind noch verspannt, der Wirbel ist vielleicht immer noch blockiert. Und so gilt es im Grunde auf allen Ebenen anzugreifen, um das Thema zu lösen. Und das Beste ist so, wenn man aufhört, mit dem Geist, mit dem Denken, mit dem Ego ein seelisches Problem zu lösen. Sondern besser ist es, wenn man das Denken runterfährt und versucht, das Thema mit allen Sinnen zu erspüren, wahrzunehmen. Mit dem ganzen Körper, nicht nur mit dem Denken. Denn das Denken ist immer begrenzt. Immer aus der Vergangenheit und immer, immer, immer geprägt. Und so greift man eben nur auf Teilgebiete zurück. Und das Problem wird auch nur teilweise gelöst. Aber diese tiefen seelischen, karmischen Blockaden, das kann man nicht mit dem Denken lösen. Das ist nicht möglich. Und wenn, würde es viele Leben dauern. Man kann es teilweise in Schach halten und begrenzen, aber so die tiefen Themen, die muss man bearbeiten, rauswerfen aus dem Körper, indem man das Denken völlig abstellt. Kreislauf, Kreislauf, immer wieder kommen. Und wie gesagt, auf allen Ebenen versuchen, das Thema zu beseitigen. Ja, das war ein kleines Video zum Circulus Vitiosus, dem Teufelskreislauf. Wieder mal danke fürs Zuhören und bis bald.